Das ist eine getriebene Rosette. Die wird plastisch getrieben, sie graviert und in der Mitte noch eine Kugel als Befestigung. So stelle ich mir den Mittelteil vor. Darunter laufen dann die Querverbindungen und dazwischen die Schnörkel, die gebündelt sind. Und darunter werden wir ein Gewebegitter geben, damit der ganze Schmutz am Gitter liegen bleibt. Ja, das wäre. Die Freude unserer Kunden über unsere speziellen Kunstschmiedearbeiten, die dauern Gott sei Dank jahrzehntelang an und das bedeutet uns einfach sehr viel. Also. Manuelle Herstellung der ganzen Geräte. Kardrum ist gleich wie der andere, es ist nicht so maschinell hergestellt. Und ich soll sagen, es ist alles ein Prozess, die Planung, das Kreieren, das Schaffen der ganzen Gegenstände, das plastische Formen. Das geht mit den Maschinen, kommt das nie so zur Welt wie mit der Hand. Ich sage, das macht die Qualität dafür am Platz aus. Okay, ja. Sehr gut, sehr gut. Jetzt eine handgeschmiedete Platte aus einem Blech ausgehackt. Das macht man in der Regel zu zweit. Dann wird sie graviert und dann wird sie noch getrieben, damit sie eine plastische Form erhält. Also das Stück, wie man es da sieht, ist aus komplett mit Hand geschmiedet. Was passiert da? Wie macht man das? Die Feinheiten werden alle getrieben. Da gibt es ein Gravierwerkzeug, je nachdem, ob man Rundungen, gerade Flächen, Kreise oder dergleichen benötigt. Mit dem Gravierwerkzeug wird dann Graviermeißel werden diese Ausbuchtungen sozusagen eingehackt. Es wird von außen eingehackt und da wird das Material komplett gespalten und dann ein bisschen plastisch geformt, das heißt von hinten mit dem Ballhammer nach vor getrieben. Haben wir jetzt einen Türklopfer. Ausgangsbasis dieses Türklopfers ist ein Quadrateisen. Das Quadrateisen wird dann konisch ausgeschmiedet. Dann wird das Quadrateisen auf allen vier Seiten eingehackt. Und dann gedreht, gegenverkehrt gedreht und dann erhält man so einen Schwung. Das Ende des Quadrateisens wird dann rund ausgeschmiedet und dann, das ist ein zweiteiliger Türklopfer, ist klar, damit er dann beweglich ist. Dann wird da eine Kugel geschmiedet und diese Kugel gebohrt, zusammengesteckt und dann kann dieser Teil in der Holzhaustüre verankert werden. Da kommt dann noch ein Gewinde drauf und dann haben Sie einen wunderschönen formschönen Türklopfer an ihrer Haustüre. Ein einzigartiges, individuelles Stück. Eine Spirale, die wird aus Rundmaterial geschmiedet, am Ende ausgeschmiedet das Material, ganz dünn geschmiedet, dann wird es herumgewickelt um den Amboss, um das Horn des Ambosses. Dann diese Kugel, die man da drinnen sieht,
die wird aus Quadrateisen geschmiedet, rund geschmiedet. Dann wird die Spirale geöffnet, die Kugel hineingesetzt. Ja, und dann hat man sozusagen ein nettes kleines Spielzeug in der Hand. Unser besonderer Wunsch war eigentlich immer schon, für unsere Kundschaft individuelle Lösungsvorschläge zu bringen. Unsere Schmiedekunst geht noch bis Sizilien, bis Madeira, bis Luganosee, bis nach Kanada. Also da haben wir eigentlich überall schon tolle Sachen geliefert. Was bringt uns die Zukunft? Dass unsere Tochter den Betrieb in der gleichen Ort weiterführt, wie wir das eigentlich vorgegeben haben.